Herzlich willkommen zur akademischen Mittagspause. Heute Professor Dr. Gertrud Rösch vom Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie. Geheimschriften in der Diplomatie des 18. und 19. Jahrhunderts. Ja, liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um sich über ein Thema orientieren zu lassen, das wir heute und in der Zwischenzeit doch überwiegend unter dem Begriff Kryptographie kennen. Wenn wir Kryptographie hören, dann fallen uns meistens diese historischen Stationen ein, wie die Entwicklung der Enigma-Maschine, das heißt des Verschlüsselungsapparates der deutschen Wehrmacht, und dann natürlich die letztlich erfolgreiche Entschlüsselung dieser Enigma-Nachrichten durch die Wissenschaftler in Bletchley Park. Also das Thema Geheimschriften in der Diplomatie greift da etwas weiter aus, und ich möchte Sie bekannt machen mit den Vorläufern dieser heute immer noch sehr aktuellen Technik Verschlüsselung bzw. Kryptographie. Die Kryptographie ist eigentlich die jüngere Form der Geheimschrift. Ihr ging eine andere, die Steganographie, voraus. Sie war im 15. und 16. Jahrhundert sogar die häufigere und die umfassendere Form von Geheimschrift. Und im Fall der Steganographie wurde eine Botschaft tatsächlich versteckt. Und zwar auf fantasiereiche Weise, indem man zum Beispiel ein Zeichen jemandem auf den Kopf tätowierte und dann wartete, bis die Haare darüber gewachsen waren. Natürlich sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber auch der Entdeckerlust sind keine Grenzen gesetzt. Die Kryptographie dagegen braucht das Vorhandensein einer geheimen Nachricht nicht zu verstecken, denn sie wandelt diese geheime Nachricht durch Buchstabenkombinationen bzw. durch Zahlenkombinationen in eine unkenntliche Kette von Zeichen um, die dann mühsam und zeitraubend entschlüsselt oder dechiffriert werden müssen. Aber auch diese Dechiffriertechnik war im 15. und 16. Jahrhundert schon erstaunlich weit gediehen, und die Tatsache, dass Maria Stuart verurteilt werden konnte, war nur dem Faktum geschuldet, dass man ihre entschlüsselten Briefe, die sie mit einem eigens entwickelten Alphabet schrieb, entschlüsseln konnte. Also, wir haben es zu tun mit zwei Formen der Kryptographie, nämlich mit der Steganographie, und hier zeige ich Ihnen ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Da sehen Sie einen Text, ein ganz normales höfliches Billett, und wenn der Empfänger über dieses normale höfliche Billett eine Maske legt, dann kommen die für ihn relevanten Nachrichten zum Vorschein. Das zweite wäre die Kryptographie, und hier sehen Sie das berühmteste Instrument, denn die sogenannte Vigenère-Tafel, benannt nach Blaise de Vigenère, eine Technik, in der ein Alphabet sozusagen durchgewechselt wird, und dann wird aus dieser auf der Längsachse gezählten Alphabete eines ausgewählt oder auch mehrere, um einen Text, der aus dem Alphabet der Querachse, die Sie oben sehen, also hier sehen Sie die Querachse des Klaralphabetes, hier sehen Sie die Längsachse der Verschlüsselungsalphabete, also dieses schöne Muster. Und ich habe mir den Spaß gemacht, hier meinen Namen zu verschlüsseln, indem ich aus dieser Liste, aus dieser A-Liste hier, drei Zeilen ausgewählt habe, die jeweils den ersten, den zweiten und den dritten Buchstaben verschlüsseln. Ich habe dabei einen großen Fehler gemacht, den jeder Kryptograf mir nie verzeihen würde. Ich habe nämlich eine ganz offensichtliche Abkürzung genommen. Ich habe IDF gewählt, also Institut für Deutsch als Fremdsprache, und habe die Zeile I, habe die Zeile D gewählt und die Zeile F, um meinen Namen zu verschlüsseln. Und wenn Sie das auf dem Blatt, das Ihnen vorliegt, einmal verfolgen, dann werden Sie auf diesen doch immerhin sehr eindrucksvollen Buchstabensalat
kommen. Aber ein geübter Kryptograf könnte das sehr schnell erkennen. Das, um Ihnen diese zwei unterschiedlichen Techniken vor Augen zu führen. Und jetzt unser Ausflug in eine ganze Reihe von Geheimschriften, die Hybridformen sind, die Mischformen zwischen der Kryptographie und der Steganographie sind. In der politischen Wissenschaft, in der täglichen Praxis der Staatskanzleien war Steganographie und Kryptographie etwas ganz Unverzichtbares. Deswegen war sie auch immer wieder das Feld für die Betätigung von Mathematikern und Diplomaten. Und einen solchen Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts möchte ich Ihnen hier vorstellen. Und zwar ist das Johann Ludwig Klüber, ein Jurist, der zuletzt auch in Heidelberg tätig war, sodass also das hiesige Rechtshistorische Institut seinen Nachlass verwahrt und der nach einer sehr erfolgreichen Karriere an der Universität Erlangen tätig war, dann in den diplomatischen Dienst trat für den preußischen Staatskanzler und ab 1804 für den Großherzog von Baden tätig war. Seit 1807 hatte er die juristische Professur in Heidelberg. Er war, wie dieser Lebenslauf schon zeigt, ein Jurist und gleichzeitig einer der wichtigsten Diplomaten der Zeit und kannte die zwei Rechtssysteme vor der Gründung des Deutschen Reiches und des Deutschen Bundes und danach aus eigener Anschauung. Er war auch als Diplomat erfolgreich und wurde unter anderem 1806 mit der Delegation nach Paris entsandt, um den badischen Erbprinzen dort mit seiner künftigen Frau, mit Napoleons Adoptivtochter Stephanie, bekannt zu machen und letztendlich diese Heirat mit zu arrangieren. Seine Aufgaben in der Politik verband er aber, wie die Biografie zeigt, sehr mühelos mit seinen juristischen Aufgaben und mit der Verfassung eines kryptografischen Lehrbuchs, der Kryptographik, die 1809 in Tübingen erschien. Er wird für diese Kryptographik immer wieder zitiert, denn sie ist, wenn Sie so wollen, ein historisches Handbuch, auch ein Abriss, in der er also frühere steganographische Handbücher wie etwa dasjenige von Trithemius zusammenfasst und die gängigen Verschlüsselungen, die er kennt und die er aus der Geschichte kennt, auch auf ihre Verlässlichkeit prüft. Also Klübers weiterer Berufsweg, der führte ihn immer wieder einerseits in die Politik, andererseits in die Rechtswissenschaft. Und Sie können das nachlesen in einer neueren Publikation bei Deutsch, der also seinen Lebensweg rekonstruiert hat. Durch die zahlreichen Verhandlungen über den Status von Territorien, also gerade des neu geschaffenen Baden, hielt er sich also einerseits auch am Wiener Hof auf. Er erhielt einmal die Offerte von Zar Alexander I., ein Staatsamt am Zarenhof anzunehmen. Das hat er allerdings dann abgelehnt, weil ihm Hardenberg eine bessere Gegenofferte machen konnte. Er war also der Vertraute auch Hardenbergs und war es auch nach seinem Rücktritt von der Professur als Privatgelehrter und Rechtsberater tätig. 1837 starb er dann in Frankfurt. Ich sagte es schon, er wird als eine der großen Leitfiguren der Rechtsgeschichte des Vormärz gesehen und auch anerkannt, vor allem dank seiner Herausgabe der Akten des Wiener Kongresses. Und Andreas Deutsch vom Rechtshistorischen Institut nennt ihn einen eher apolitischen und karriereorientierten Intellektuellen. Dem kann man zustimmen, wenn man seinen tatsächlich staunenswerten Aufstieg betrachtet. Ob er apolitisch war, das würde ich hier in Frage stellen wollen. Auf alle Fälle passt diese Charakteristik nicht nahtlos auf ihn als den Verfasser einer Kryptographik. Denn
In diesem Buch, das Sie in der Universitätsbibliothek auch einsehen können, in diesem Buch beruft er sich vielfach auf seine diplomatische Erfahrung und vor allem auf seine praktischen Kenntnisse der Verfahrensweisen von Staatskanzleien und Offizierskorps bzw. Generalstäben, um dem Leser die Notwendigkeit einer sicheren Verschlüsselung vor Augen zu führen. Ein Gutteil, möchte man sagen, Eitelkeit schwingt in diesem Buch auch mit, denn Klüber hat den Ehrgeiz, am Ende eine eigene Verschlüsselung dem Leser zu präsentieren. Aber was tut er da nacheinander? Uns erstaunt, wenn wir diese Kryptographik lesen, die große Zahl der Verschlüsselungen auch jenseits der Visionärverschlüsselung. Also diese Zahlentafel, die Sie vor sich haben, das war eine Verschlüsselungsmethode, die man durch mehrfaches Erweitern natürlich immer komplexer und damit schwerer zu entschlüsseln gestalten konnte. Allerdings, er nimmt zahlreiche Alternativen zu dieser Visionärverschlüsselung in den Blick, und dazu gehört eben auch die Techniken der Steganographie, die Sie in dieser Gegenüberstellung dieser zwei Texte gesehen haben. Was in diesem Buch eine Besonderheit darstellt, das ist eine Vorläuferin des heutigen Personalausweises, könnten wir sagen. Des Vorläufers der heutigen Chipkarte, wie wir sie täglich benutzen. Klüber zeigt uns dieses Beispiel, und Sie haben es auf Ihrem Blatt auf der Rückseite. Er referiert dieses Beispiel, das der französische Polizeiminister Vergen einführte unter der Regierung Ludwigs des 16., als eine besonders raffinierte und komplexe Art der Persönlichkeitsbeschreibung. Was Sie vor sich sehen, ist zunächst einmal eine kunstvoll gestaltete Visitenkarte, eine Empfehlung. Er wird empfohlen, er darf einen Besuch machen bei bestimmten Persönlichkeiten. Aber so wie diese Visitenkarte bzw. dieses Empfehlungsschreiben gestaltet ist, verrät es Eigenschaften über seinen Träger. Und zwar in einer Weise, die die französischen Polizei- und Grenzposten entschlüsseln, das heißt enträtseln konnten. Kein Zug, kein Strich, kein Punkt, keine Ziffer, keine Farbe, keine Figur war in dieser Karte ohne Bedeutung, schreibt Klüber darüber. Allerdings war eine solche Karte natürlich kunstvoll und dadurch schwierig herzustellen. Schauen wir uns einmal an, was auf dieser Visitenkarte oder dieser Empfehlung eigentlich mitgeteilt wird. Also, Esquire de Grey, so entschlüsselt jetzt Klüber diese Karte. Esquire de Grey ist ein Engländer, denn die Karte ist gelb. Er ist 35 Jahre alt, denn die Einfassung bildet ein Oval. Er ist groß von Person, denn die Einfassungslinien stehen weit auseinander. Er ist schön gewachsen, denn diese Linien sind wellenförmig gestaltet. Er ist ernsthaft, oben an der Einfassung sehen wir eine Tulpe. Er ist verheiratet, denn dieses Oval ist von einem Band umwunden, dem Band der Ehe. Er ist reich, denn dieses Oval ist besetzt mit Knöpfen, und zwar mit 12 Knöpfen. Wäre er weniger reich, wären es nur 4 oder 6. Er trägt eine Perücke, denn hinter der Tulpe sehen wir eine Muschel. Das heißt, er trägt nicht sein natürliches Haar. Er ist evangelisch, denn hinter seinem Namen sehen wir ein Semikolon. Er besitzt
Kenntnisse, er hat studiert, denn unter seinem Namen ist eine liegende Klammer. Er ist verschwiegen, denn zwei Anführungen grenzen seinen Namen ein. Und oben in der Seite sehen Sie die Ziffern 2,5. Das heißt, er hat Rechtsgelehrsamkeit, Juristerei und Staatskunde studiert. Also, wer so die Grenze passierte, der war schon immerhin bekannt. Jemand, der reich war, der, von dem man erwarten durfte, dass er also in Frankreich einiges an Luxus entfalten wird, dass er dort auch Geld ausgeben wird und der kundig ist. Das heißt, das ist ein Gelehrter, ein Intellektueller, das ist zum Beispiel kein Militär. Nun gibt aber Klüber selbst zu, eine solche Art der Personenverschlüsselung sei sehr kompliziert gewesen. Sie erfordert zum Beispiel immer einen kundigen Stecher, der eine solche Karte herstellen kann. Deswegen sei Vergen also ausgewichen auf eine etwas vereinfachte Form, die aber die gleichen Dinge mitteilen konnte. Und hier sehen wir also eine, wenn Sie so wollen, geradezu spartanische Version, die aber der heutigen Chipkarte schon sehr nahe kommt, mit ihren Verschlüsselungen allein durch Zahlen. Zahlen und Symbole. Und auch diese Zahlen und Symbole werden bei ihm aufgelöst. Sie können es in seinem Buch nachlesen. Ich habe Ihnen hier nur ein paar der Auflösungen gegeben. Also er ist klein von Statur, das zeigt das N. Er ist verheiratet, zwei Striche. Er trägt eigenes Haar, das heißt keine Perücke, das zeigt die Klammer unter dem N. Dann haben wir die Zahl 5. Die Zahlen konnotieren die Nationalität des Trägers. Dann haben wir noch eine ganze andere Reihe von Angaben, die sich jetzt in diesem Bruch 6937 verbergen. Und die Kombination dieser Zahlen teilt also dem Grenzposten, dem Empfänger dieses Empfehlungsschreibens auch immer mit. Hat er hier einen Kaufmann vor sich? Hat er hier jemanden vor sich, der hinreichendes Vermögen besitzt? Hat er hier jemanden vor sich, der reformiert oder katholischen Glaubens ist? Und hat er hier jemanden vor sich, der in irgendeiner Weise einmal mit der Polizei oder der Justiz seines Landes in Berührung gekommen ist? Das ist bei Henri de Flöten nicht der Fall. Er ist nirgendwo polizeilich auffällig geworden. Was wollen Sie? Hier ist ein Mensch, der über die Grenze kommt, der das Stadttor von Paris passiert, schon konnotiert. Er kann gelesen, seine Biografie kann gelesen werden aus diesem kleinen Empfehlungsschreiben. Und Klüber findet das durchaus in Ordnung, Reisende in dieser Weise zu überwachen. Jetzt aber abschließend zu der eigenen Verschlüsselung, die er vorschlägt für die Kaufmannsbüros, für die Kanzleien oder auch für Privatleute, die wichtige Sachen einander mitzuteilen haben. Und hier sehen wir, er nimmt eine Form der Steganographie, indem er ein Wörterbuch empfiehlt, dass man durch die Kennzeichnung bestimmter Wörter verwenden könne wie eine wie ein Verschlüsselungsinstrument. Er sagt also, einen Geheimtext, also das, was der Leser, was ein Spion nicht erkennen soll, was aber der Empfänger lesen soll, dieser Geheimtext über le ministre d'État et de Cabinet Fabius a donné sa démission. Il est remplacé par Monsieur Aristide, dont on sait qu'il favorise le parti grec. Das ist der Text, der mitgeteilt werden soll. Und der wird jetzt über dieses Wörterbuch, über diese Gegenüberstellung verwandelt in einen Unsinnstext, beziehungsweise in einen Text, der durchsetzt ist von Kennzeichen, von Zahlen, die auf Personennamen verweisen und ansonsten von Texten, die wegführen von dem Geheimtext.
Der Decktext lässt also nicht erkennen, was mitgeteilt werden soll. Nun wissen wir nicht, wie verbreitet und wie erfolgreich diese Art der Verschlüsselung war, die Klüber hier empfiehlt. Aber immerhin, er hat gezeigt, dass es weiterhin möglich ist, neue Formen von Verschlüsselungen zu entwerfen. Und zwar sind das, wie ich schon sagte, häufig hybride Formen. Das heißt also Mischformen. Und das sehen Sie ja hier auch. Einerseits wird etwas verschlüsselt durch Zahlen, andererseits wird es verschlüsselt durch Wörter. Wir haben bei der Visionärverschlüsselung eine reine Zahlenverschlüsselung und bei der Steganographie, da finden wir diese Mischformen. Ja, blicken wir also abschließend auf Klübers Kompendium, die Kryptographik und auf die Vorläuferwerke, die er darin zitiert und beurteilt, so muss man gestehen, Chiffrieren und Dechiffrieren war im 19. Jahrhundert ein Alltagsphänomen, so wie es das in unserer heutigen Alltagswelt auch ist. Nur so erklärt sich die Vielfalt der Formen, unter denen die Teilverschlüsselungen und die Mischformen an der Tagesordnung waren. Die Politik und die Kriege machten die Kryptographie in jeder Form unentbehrlich. Aber, und das unterscheidet sie von der Technik im 15. und 16. Jahrhundert, sie war keine Geheimwissenschaft mehr. Sie war ein Alltagsgeschäft, das man erlernen konnte und für die es nur einen Maßstab der Qualität gab. Sie musste sicher sein. Sie musste eine Nachricht verlässlich gegen unerwünschte Mitwisser schützen. Auf welchem Weg das gelang, blieb eine nachrangige Frage. Ich danke Ihnen.